Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Video. Freunde, ihr seht es schon im Hintergrund, ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen. Ich werde heute Center Shocks aufeinander stapeln und aufeinander aufbauen, ein paar Schichten bauen. Ich denke, ich werde 50 Stück machen. Wie viel ich im Endeffekt mache, werdet ihr oder habt ihr bestimmt im Videotitel gelesen. Ich kann es euch jetzt genau noch nicht sagen, weil ich es noch nicht gemacht habe. Aber ich denke mal, so 50 wird so das Ziel sein. Und Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn, fangen wir direkt an. Also ich habe hier schon mal zwei Sorten Center Shocks hier, die ihr sehen könnt. Einmal Center Shocks mit Rolling Cherry und Hidden Apple. Wobei ich sagen muss, durch die ganzen Challenges, die wir jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, haben wir auch mal so eine gemixte Box. Und ja, wie wird das Ganze funktionieren? Also ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass ich die Center Shocks zerdrücken werde. Ich habe mir jetzt erstmal so eine Tasse besorgt. Ist nicht geil. Habe ich vom Kahn geklaut. Und versucht die dann Platz zu drücken. Und was relativ gut funktioniert, da kommt ja noch ein bisschen was raus von der Füllung. Da geht was verloren, aber gut, was soll ich machen? Wird dann halt so sein. Freunde, um das Ganze nicht hinauszuzögern, werdet ihr natürlich wie beim letzten Mal bei den 100 Oreo-Schichten oder bei den 20 Milchschnitten-Schichten alles in Zeitraffer sehen. Dann würde ich sagen, bis gleich! So, Freunde, ein kleiner Zwischenstand folgendermaßen. Ich habe jetzt hier einen 10er-Stapel gemacht. Also ich habe jetzt zwei 10er-Stapel hier nebeneinander. Ich wollte die noch nicht aufeinander bauen, denn es hat auch seinen folgenden Grund. Es ist natürlich unmöglich, wenn wir so sehen, 20 Stapel Center Shocks aus aufeinander. Das ist unmöglich, die zu essen. Definitiv. Wir haben jetzt hier 20 Stück. Bei 50, dann nochmal das Doppelte hier und nochmal 10 drauf. Das wäre viel zu hoch. Es hat auch, wie gesagt, seinen Grund, warum ich hier alles mache. Ich werde das in diesem Video noch nicht essen, denn ich werde mich mit später oder die Tage, ich denke mal später noch, mich mit Kahn treffen und eine Challenge drehen. Und darum werden wir dann um diese Bestrafung spielen, beziehungsweise in der Challenge wäre dann 50 Schichten, 20, 30 Schichten Center Shocks die Bestrafung. Soll ich das mal? No chance, Freunde. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nicht so irgendwie 15er Stapel mache und dann in der Challenge dann halt benutzen werde. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Ich werde auf jeden Fall nochmal 10 Stapel drauf machen, dass wir auf jeden Fall 30 Stück haben. Dann höre ich auch auf. Und dann gucken wir mal. Vielleicht sage ich, bei 30 machen wir nochmal weiter. Ich habe noch keine Ahnung. Deswegen schauen wir mal. Weiter geht's mit der Zeitraffer. So, Freunde, ein kleiner Zwischenstand wieder. Wir haben jetzt hier gerade 30 Schichten Center Shocks aufeinander gestapelt. Meine Finger kleben von der ganzen Flüssigkeit hier, wie ihr sehen könnt. Das ist im Moment der Müll, den wir produziert haben. Und ja, ich alleine schon vom Ablenken meiner Finger, ich merke einfach, wie sauer das schon ist. Also ich mache nochmal 10 Schichten, dann bis gleich. So, Freunde, willkommen zurück. Folgendermaßen ist passiert. Wir haben jetzt hier insgesamt 50 Schichten Center Shocks. Ich habe die noch nicht aufeinander gestapelt, aber ihr seht den Größenunterschied schon. Hier sind einmal 2 mal 15 Schichten. Dann haben wir hier einmal 10 und hier nochmal 10. Ihr könnt erkennen, dass diese 10 viel, viel kleiner sind als die beiden. Es liegt daran, weil ich zum Schluss habe ich 2 Center Shocks aufeinander gelegt und dann platt gedrückt und die sind irgendwie viel kleiner geworden. Dementsprechend war es aber auch anstrengend. Ich musste viel, viel, viel mehr Kraft aufwenden. Und aber ich muss sagen, die kann man jetzt viel leichter in den Mund nehmen. Ich werde mal versuchen, diesen Stapel nochmal platt zu drücken. Und vielleicht ist das doch möglich, dann 50 Center Shocks dadurch, also die noch kleiner zu kriegen und dann direkt einmal mit einem Bissen in den Mund reinzuschieben zu können. Aber bevor ich das mache, stapel ich nochmal die Center Shocks aufeinander und somit haben wir dann
50 Schichten Center-Shocks. Meine Hände sind so übelst am Kleben. So, wenn ich jetzt mit der Kamera ein bisschen höher gehe, meine, das ist so krass mit den Händen. Seht euch das mal an, wie riesig das Teil ist. Guck mal, das ist mal hier die Tasse. Oh, verdammt. So, das ist hier die Tasse. Guck mal, doppelt so groß, würde ich sagen. Wie die Tasse. Also so kriegt man das definitiv nicht in den Mund mit einem Biss rein. Ich mach das hier mal kurz wieder ab. Joa. Joa. So. Also 100 Oreos waren ja in Ordnung. 20 Schichten Milchschnitte, alles cool. Und 50 Schichten Setter Shocks, ich komme ja schon mit 5 nicht klar. Da habe ich glaube ich auch mal eine Challenge mit Kahn gemacht. Und ich habe ja auch mega abgelost, das war glaube ich mit diesen Würfeln. Das war für mich die Hölle. Und jetzt stellt euch mal vor, ich habe 50 Stück in dem Mund. Boom! No, 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 no! So, das haben wir auch noch platt gekriegt. Ich habe es noch ein bisschen kleiner gekriegt, wesentlich kleiner. Ich konnte mal alles platt drücken, das sind jetzt 50 Schichten. Ich habe es einfach mal um die Hälfte kleiner gekriegt. Vorhin war das ja doppelt so hoch wie die Tasse. Oder als die Tasse. Und jetzt haben wir hier so 50 Schichten Center Shocks. Ich werde diese Dinger noch nicht essen. Hier nochmal kurz zur Seite geschwenkt. Wie viel wir jetzt hier verwendet haben. Das Ganze wird der Endgegner sein bei der Challenge zwischen mir und Kahn. Oder zwischen Kahn und mir. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, Yoshi, deine Videos sind so lame, könnt ihr ihm auch einen Daumen nach unten geben. Und sonst, wenn ihr weitere coole, fresche Videos mit uns schauen wollt, dann lasst uns auch bitte ein Abo da. Ich werde das Ganze hier verlinken, wenn die Challenge gedreht wurde, wenn es online ist, dass ihr direkt von hier aus auf die Challenge kommt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Videos. Stay hungry und bis zum nächsten Video. Tschüss!